Jo, hi Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Tutorial. Liebe Leute, ich muss euch mal, ich muss mich, mich mal bei euch bedanken, liebe Leute, wie viele Vorschläge ihr in die Kommentare bzw. auf Community Tab gepostet habt. Das ist ja mal richtig krass durch die Decke gegangen. Das habe ich gar nicht so erwartet. Ich dachte, da schreiben zwei, drei Leute mal rein, da kann ich mir was rauspicken. Aber richtig viele gute Vorschläge und ich hatte wirklich meine Schwierigkeiten, da irgendwie mich durchzufuchsen, was ich am liebsten jetzt bauen würde oder was am coolsten gerade irgendwie ist. Ja, liebe Leute, ihr seht es hinter mir schon. Ich habe mich entschieden für den Subaru. Ich glaube, das war ein Vorschlag von MD Zock YouTube, dass der Subaru Impreza WRX STI und habe ich mich mal einfach ans Werk gemacht und ja, ich bin selber mit dem Ergebnis zufrieden. Wir schauen uns das ganze Tutorial-Teil erstmal an hier, bevor wir damit beginnen. So, ich benutze das ganz normale Texture Pack und ja, nochmal beste Grüße gehen raus an alle, die einen Vorschlag hinterlassen haben. Oh, ja, das ist die falsche Seite. So soll das nicht aussehen. So sieht der halt aus. Ja. Und ihr könnt gerne weiter in die auf Community Tab eure Vorschläge reinposten. Ich werde mich da jetzt so öfters mal durchwühlen und ein paar Sachen daraus bauen. So, liebe Leute, ja, da fangen wir doch mal mit dem Tutorial an. Wir brauchen als erstes hier ganz normalen schwarzen Beton. Nochmal nebenbei, das Fahrzeug wird nur drei breit werden. Muss ich nochmal dazu sagen, weil ich sonst immer nur vier breite Fahrzeuge baue. Aber bei dem Subaru sieht die Dreierbreite irgendwie am besten aus. So, gut. Schwarzer Beton da, schwarzer Beton da. Lasst einfach drei Blöcke hier in der Mitte frei. Eins, zwei, drei, vier. So, ich bin ein bisschen erkältet. Ich hoffe, man hört das nicht unbedingt in der Aufnahme. Aber ich habe irgendwie Bock, hier was aufzunehmen, liebe Leute. So, setzt da einfach, was habe ich hier genommen? Blauen Zement. Dreimal so mittig rein. Dann kommen wir jetzt nach vorne. Da kommt jetzt gleich die Bannerparade. Wir brauchen, erstmal brauchen wir hier, nein, blaues Banner brauchen wir jetzt noch nicht. Oh, so viele Sachen verbaut hier. Wir brauchen die polierte Schwarzsteinziegeltreppe, brauchen wir. Und hier hatte ich, glaube ich, genau. Hier hatte ich ganz normal den schwarzen Betonblock. Dann nimmt er hier jeweils einen Block raus. Setzt diese Treppe erstmal so seitlich hin. So. Ich denke mal, so sieht man das ganz gut. Gut, jetzt brauchen wir mal ein paar Scheinwerfer. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen hier was wegbauen, sonst komme ich da nicht dran, ne? So, unser Banner. Nimmt er das Banner? Nein, er nimmt nicht das Banner. Okay. Ja, dann werden wir den Subaru erstmal hier so ein bisschen auseinanderfriemeln. Diese zwei Banner sind unsere Frontscheinwerfer. Die werde ich am Ende des Videos zeigen, wie ihr die herstellt. So, Banner Nummer 1 rein und Banner Nummer 2 auch rein. Gut, dann könnt ihr einfach die polierte Schwarzsteintreppe dorthin setzen. Und dann ist das Banner auch schon schickimicki eingebaut. Sieht fast aus wie so zwei Augen irgendwie. Gut. Dann können wir das hier auch so zubauen. Man könnte eigentlich das Fahrzeug komplett zubauen, sehe ich gerade. So, könnt ihr komplett so zubauen. Das ist ja nicht befahrbar oder begehbar, eher gesagt. Dann brauchen wir blauen Teppich. Sieht jetzt komisch aus, wie das hier aussieht. Ich repariere das mal eben schnell. Was sieht sonst so ein bisschen lieblos aus, wenn das einfach so kaputt hier rumsteht? Das kann ich selber nicht haben, Leute. Ordnung muss sein, auch hier in Minecraft. So, ja. Blaue Banner kommt hier hin und dahin. Hoppala, ich bleibe hier hängen. Das blaue Banner hier hin und dahin. Dann könnt ihr das mit dem blauen Teppich hier einfach so überziehen. So, lasst hier die Mitte frei. Da hat er diesen typischen Luftschnitt, dieser Subaru. Da habe ich mich dafür entschieden, dass ich einen Tageslichtsensor dafür benutze. Ah ja, vorne auch nochmal für den Kühlergrill so ein bisschen was Blaues hin. Dann die Wir-Schilder. So. Eins kommt hier vorne hin. Nein, ich möchte nichts schreiben. Das zweite kommt dorthin. So. Und dann diese polierte Schwarzsteinziegeltreppe dreimal hier in die Reihe. Ich glaube, dann habe ich hier schwarzen Beton benutzt. So, dreimal. Ah ja, genau. Dann setzen wir noch einmal hier den Beton hin und da den Beton hin. Und diese Treppe setzen wir jetzt so rum hin, dass wir so ein kleines Loch hier haben. Können wir den Block wieder wegnehmen? So, zack. Hinten kommt einfach nur ein blauer Zementblock hin. Dann könnt ihr das einfach hier mit dem blauen Teppich so zuziehen. Dann haben wir das auch schon mal erledigt. Gut, diese Wir-Schilder können wir auch schon mal dran setzen. Drei Stück hier in die Reihe. Dann sieht das Fahrzeug nicht zu klobig aus, deswegen habe ich die benutzt hier. Ne, das macht so ein bisschen die Form des Subaru im Prenzer oder wie heißt das Teil?
Doch, Impressa. Oh, Impressa. Gut. Dann kommen unsere Felgen hin. Wie gesagt, die Banner zeige ich am Ende des Videos, wie die funktionieren. Zack. Diese typisch gelben Felgen, die der Subaru hat. Ich glaube, das Fahrzeug hat jeder schon mal irgendwo gesehen. Jetzt nicht in echt, aber auf dem Bild oder so. So, dann eine blaue Glasscheibe, einfach hier vorher. Da auch hin. Und jetzt hinten brauchen wir mal so zwei Hilfsblöcke. Das können wir auch so zubauen. Wir brauchen jetzt Trichter. So, für unsere Auspuffrohre. So, zwei Stück. Ich glaube, im Original hat der nur ein Auspuffrohr. Da bin ich mir gerade unsicher, aber ich finde, zwei sehen irgendwie besser aus. So, dann könnt ihr einfach so den Boden rausnehmen und macht einfach den blauen Zement unten drunter. Sieht halt ein bisschen cool aus. Okay, hier hatte ich auch nochmal den Block reingesetzt. Und dann kommt schon die Bettengeschichte. So. Drei Betten einfach so hin. So. Da behalten wir größtenteils die blaue Farbe auch noch. Und ich finde schon die Form des Fahrzeugs sieht auch schon mal ganz nice aus. Dann den Heckspoiler. Da gibt es sehr viele Varianten. Ich habe mir gedacht, ich lasse den scheißegal, ich lasse den so schweben. Ich lasse den einfach so schweben. Ich kann euch gleich noch ein paar Varianten zeigen, die man bauen kann. Ja, ist ja gut. Ich will hier nur was draufbauen, Kollege. So. Zack. Und zack. Das Gute ist, der bleibt einfach so drauf. Da braucht ihr gar nichts großartig machen. Man kann hier so viele Sachen noch machen. Ich zeige euch mal kurz ein Beispiel, was ihr auch machen könnt. Ihr nehmt einfach die Wirtreppe oder ihr nehmt die Wirfalltür. So, wenn ihr Spoiler bauen möchtet, schaut genau hin. Ihr könnt zum Beispiel hier die Wirfalltür so hinsetzen. Seht ihr? Hoppala, nein. So, habt ihr auch einen schönen Spoiler. Kann man machen. Ist auch eine gute Variante. Oder ihr macht das einfach so. Muss ich mal kurz mit Sneaken draufsetzen. Ihr macht das halt so. Könnt ihr auch machen. Wenn euch das stört, wenn da so ein bisschen am Schweben ist, könnt ihr das natürlich auch so machen. Sieht auch gut aus. Ich konnte mich nicht wirklich entscheiden. Aber ich zeige euch halt die Varianten, die ihr benutzen könnt. So. Dann nochmal den Teppich drauf. So, ja, hinten den weg dann, den Kollegen. Mal gucken. Ach ja, genau. Ich muss noch die blauen Banner. So, ganz einfache blaue Banner kommen dorthin. Dann sieht das alles ein bisschen schöner aus. Schöner eingepackt hier. Ah, ich finde, der sieht schon geil aus. Leute, sieht der nicht cool aus? Ja, und so wäre das Tutorial jetzt auch fertig. Jetzt zeige ich euch noch, wie ihr die Banner herstellt. Wut. Mal das Menü leer machen. Gehen wir mal. Ihr braucht auf jeden Fall hier den Webstuhl. So, für die Bereifung braucht ihr gemauertes Feld, schwarzen Farbstoff, gelben Farbstoff und schwarzes Banner. So, schwarzes Banner rein, gelben Farbstoff rein und das gemauerte Feld nehmen. Das gemauerte Feld nehmen wir rüber. Nimm den schwarzen Farbstoff. Setzen die Umrandung rein. Sieht fast aus wie so eine Bienenwabe. So. Und nimm noch diesen Mittelstrich rein. Und rucki zucki sind die Felgenbanner fertig. So. Ich lasse sie mal kurz hier einfach stehen. Dann braucht ihr natürlich noch hier unsere Frontscheinwerfer. Ganz wichtig, damit das auch richtig cool aussieht. Unsere Subarus. Ah, machen wir das Menü mal leer. So, ihr braucht blauen Farbstoff, weißen Farbstoff und blaues Banner. So, ab zum Webstuhl. Blaues Banner rein, weißen Farbstoff rein. Dann nehmt ihr einfach hier dieses Teil, das oben so ein bisschen weiß ist, setzt es rum. Blauen Farbstoff rein und hier diesen an der Seite. So, dann habt ihr halt so eine kleine Ecke da und so sollte das dann aussehen. Spiegelverkehrt machen wir das jetzt natürlich auch, damit wir für beiden Seiten was haben, für beide Seiten was haben. Einfach oben nochmal weiß machen. Der Unterschied ist einfach nur, dass ihr jetzt nicht diese Seite nehmt, sondern einfach diese Seite in blau natürlich. So. So, dann haben wir die auch spiegelverkehrt drinne. Ja, einmal so und einmal so.
Das sind unsere Frontscheinwerfer. Gut, liebe Leute, das war's mit dem Tutorial. Ich hoffe, euch hat der Subaru gefallen. Wie gesagt, ihr könnt immer gerne in die Community Vorschläge reinschreiben. Ich schaue da immer wieder mal rein. Ich habe mein Auge da drauf und freue mich auf eure Vorschläge. Falls euch der Subaru gefällt. Oh, ich habe was. Ich habe was. Hab, oh, hier, was ist der mit den Wir-Schildern? Die müssen auch noch hier hinten dran. So. Könnt gerne auf den Like-Button hauen. Tut keinen weh. Unterstützt ihr mich. So, und abonnieren wäre auch nicht schlecht. Würde mich auf jeden Fall freuen. Dann würde ich doch mal sagen, vielen Dank fürs Schauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, liebe Leute. Ciao.